They have no interest in getting rid of those who earn them so much. You are not wrong. Very well. I will do what you ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say in 2 days, maybe? Perfect. I will not fail you. Gut. Kommt 2 Tage später wieder. Was ist das? 2 Tage Echtzeit? Oder? 1 Tag, 23 Stunden. Hm. Ja gut, in der Zwischenzeit... Hoppala. Jetzt habe ich aus Versehen auf Tab gedrückt. In der Zwischenzeit können wir doch sicher was anderes machen. Champion der Arena. Habe ich jetzt keine Lust. Ich würde sagen, wir treffen uns mit den Gouverneuren. So, trifft sich mit dem Gouverneur von Telene. Das waren die Religiösen. Oder? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier lang. Ich gehe mal hier durch. Ja. Ist auch mitten in der Nacht. Wir könnten, glaube ich, auch schlafen gehen in unserer Behausung. Müssen wir denn da hin? Sag mal. Wir müssen dafür reisen. Okay, pass auf. Bevor wir reisen und die Hauptquest in Anspruch nehmen, nehmen wir uns Siora mit. So. Weil dann ist unsere Gruppe ein bisschen ausgewogener. Vasco ist ja selber auch ein Stratege. Und hier kommen wir nicht rüber. Vasco ist ja selbst auch ein Stratege, genauso wie wir. Und Kurt ist unser Kämpfer und Siora ist dann unsere Magierin. Dann werden wir Siora mitnehmen. Und da sind wir auch schon da. Ah, lass mal sehen. Gruppe zusammenstellen. Also, Kurt kommt raus, Siora rein. Gruppe bestätigen. Und jetzt könnten wir auch... Haben wir hier noch was? Ah, hier haben wir Sachen zum Verkleiden. Wir könnten auch direkt von hier reisen. Lass mal sehen. Können wir nicht. Ja gut, dann halt nicht. ich dachte, wenn wir dort hinten da jetzt an den Kartenrand gehen und dort reisen steht, könnten wir auch von dem Globus bei uns zu Hause reisen. Aber scheinbar... vielleicht muss ich das erst freischalten, indem ich... oh, ein Kistchen. Nehmen wir alles mit. Ich muss das zuerst freischalten, indem ich zuerst den normalen Weg nehme, sozusagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das ist. Also wenn dort hinten Reisen steht, nehme ich jetzt nicht an, dass wir jetzt hier rausgehen und auf eine riesen Open-World-Karte kommen. Sondern dass das eher so, also die einzelnen Gebiete, Karten, Landschaften, Städte halt für sich sind. Ohne... irgendetwas dazwischen. Also jetzt hier nicht so ein Riesenweg dazwischen, den man dann stundenlang entlang gehen muss. Sehen wir mal. Reisen. Klicke auf E, wenn du ein Gebiet verlässt, um ein Reiseinterface aufzurufen. Ah, das Reiseinterface. Die singenden Gewässer. Gut, dann gehen wir dahin. Dauert 2 Stunden. Ah, so vergeht dann die Zeit, bis wir wieder zu den Händlern müssen. Ich hoffe, das ist dann keine... Oh, Lager im Wald. Während langen Reisen kannst du bei Lagern umherziehender Händler Halt machen. Dort kannst du Gegenstände kaufen oder verkaufen, Gefährten verwalten, Truhe zugreifen. Werktisch haben wir dort, um das nächste Gebiet zu gelangen. Ah, das ist gut. Das ist sehr praktisch. Können wir hier einkaufen, verkaufen? Wie viel tragen wir denn? 70 von 200.
Ach, das ist kaufen. Was haben wir denn selbst zu verkaufen? Eigentlich nix. Hier die Handschuhe sind fürs Handwerk, stimmt, falls wir etwas herstellen müssen. Das hier ist zum Verkleiden und Schlösser knacken. Sonst haben wir hier nichts. Haben wir vielleicht etwas Gescheites für den Hals, weil... hier brauchen wir Willenskraft. Das braucht alles Willenskraft, nehme ich an. Magieregeneration. LP-Heilung. Das LP-Heilung, Lebenspunkte nehme ich an, oder? Magieregeneration. Magieregeneration. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Komm, wir kaufen uns das mal. Dann können wir das, was wir haben. Das, was wir haben. Das geben wir der Siora, ne? Oh, die hat schon sowas. Na gut, vergiss es, dann verkaufen wir das. Was haben wir hier Neues? Ja, nichts Besonderes. Gehen wir nochmal hier rein. Was ist das denn hier? Umhang. Aha. Sieh mal, gibt Charisma plus 1. Gartenumhang, Priesterumhang. Ah, der Priesterumhang, der hat hier so dieses... Verdammt. Mist. Der Priesterumhang, der hatte das goldene Zeichen von Teleme drauf, ne? Ja, da. Der Gartenumhang, ja, sind genau gleich und kosten auch genau gleich viel. Dann machen wir mal den Gartenumhang. Kaufen und ausrüsten. Hätten wir das mal früher gehabt, vielleicht hätten wir dann eine bessere Charisma-Wertung bekommen. Wie dem auch sei. Oh, der Vasco, der hat etwas für uns. Das ist, Vasco, Blödsinn, Kurt. Das ist sicher auch eine Charakterquest. Wenn wir die jetzt anfangen, dann haben wir den ständig mit uns. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Ich hoffe, die geht nicht vorbei. Oh, Fear of Missing Out und keinen Bock drauf. Verdammt seist du. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard? Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? Akzeptieren den Rekruten sofort. Wisst ihr was? Wir machen es so. Wir akzeptieren, das hindert uns daran, dass wir den Kurt aus unserer Gruppe entfernen können, aber da wir den Kurt sowieso dabei haben wollen, weil er unser Krieger ist, neben der Magierin Siora, machen wir das. Okay. Der Vasco kommt raus, Gruppe bestätigen. So. Aber, wie gesagt, wir sind jetzt sowieso... sieh mal, Kurt, wir sind jetzt schon den ganzen Weg hier rumgelaufen. Jetzt gehen wir erstmal nach Dingenskirchens da. Hier, genau. Die singenden Gewässer. Bevor wir dann zurückkehren, hier, Rekruten und so, ne? Der Konstantin braucht ja sicher auch... Wachen, gute Wachen. Und da hat der Kurt schon recht. Eigentlich sollte er dabei sein. Aber, so wie es halt ist. Oh, sieh mal, wen haben wir dort hinten? Ein Fuchs! Fuchs! Komm her! Naja. Was ist das hier? Rindern. Kiefernharz. Wir haben Kampfmusik. Es kommt doch 100 Pro von denen da hinten. Da spielt jemand das Cello, das höre ich doch. Oh ja. Oh, verdammt, die sind stark. Oh, die sind verdammt stark.
Ah, er kann zaubern. Ah. Verdammt. Nimm den Zaun. Ja, so viel zum Thema. Also das war unschön mit anzusehen. Vielleicht wäre es besser, den erstmal aus dem Weg zu gehen. Jetzt ist will ich mit dem Kiefernharz. Fuchs. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Fuchs. Ah. Na gut, dann nicht. Wo? Kann ich. Ah, jetzt. Den habe ich jetzt anvisiert, ohne dass ich da das die Raute sehen konnte. Wie den Osten. Also, die lassen wir zufrieden. Noch mehr Viecher. Ich werde mal kurz zwischenspeichern. Okay, die sehen nicht so schlimm aus. Oh ja. Die scheinen zu gehen. So, ich weiß nicht, bin ich irgendwie langsamer? Ich habe das Gefühl, ich wäre ein bisschen langsamer. Liegt das am Kampfstil oder daran, was ich anhabe? Ah, das lief gut. Das lief sehr gut. Bündner, Beast Essence und Leder. Galle und Leder. Noch mehr Beast Essence und scharfer Rasierzahn. Eiszahn. Boah, seht euch das mal an. Das ist echt schön hier. Ah, und die kann man auch sammeln. Nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen von den normalen Wegen ab und erkunden die Umgebung hier. Wobei. Ist das Kampfmusik? Goldmünze, Magietrank, Elementarfalle. Wunderbar. Ist das Kampfmusik gewesen gerade? Ah, tatsächlich. Hallo, Freunde! So. Mal draufschießen, um die Rüstung runterzukriegen. Das klappt recht gut. Scharfer Reißzahn nochmal. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das auch so ein Trophäensammler-Ding ist oder ob man die Teile wirklich nur beim Händler verkaufen kann. Bevor ich das mache, werde ich warten. Oh, was haben wir hier? Sieht nach einem Dorf aus, da gehe ich jetzt aber nicht rein. Zuerst habe ich die Viecher kaputt. So. Ich setze mal eine Falle. Ha! Saubere Arbeit, die macht richtig schön Schaden. Aua. Wenn wir jetzt noch den Radius von der ein bisschen erhöhen, dann hätten wir den ganzen Haufen auf einmal platt machen können. So. So, alles mitnehmen, was nicht niedernagelfest ist. Das gilt auch für Eingeweide. Gut, gehen wir mal zurück auf den Weg und folgen ihm zu der Stadt von Teleme. Teleme. Was haben wir hier? Ja, wieder Kampfmusik. Das nehmen wir auch mit. Okay, was ist das? Hier angegriffen? Dorfens Harvey. Harvey, Dorfens Harvey. Wenn's der Harvey ist. Ah, und hier sieht es so aus, als könnte man hier reisen. Tatsächlich. Cool. Also, und wenn ich jetzt mal eine Karte aufrufe. Ah, dann wird uns das hier auch angezeigt. Okay, von hier sind wir gekommen. Hier ist etwas Unbekanntes. Hier auch.